Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die aktuelle Look Fantastic Box aus dem Monat September. Und was sich darin befindet, schauen wir uns gemeinsam an, gleich nach dem Intro. So, ihr Lieben, ich habe sie noch nicht geöffnet. Sie kam vorhin mit der Post. Und ich dachte mir, ich drehe das gleich ab. Diesmal wieder ein Live-Unboxing mit euch zusammen. Ich habe noch nicht vorher reingeguckt und ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Kommt schon, geht auf. So. Lift here, nearly there, fall down and slide up. So, okay. Wir sliden ab. Okidoki, wir haben das Motto in the spotlight. Okay. Der Blick in die Box. Wie immer, Knuddelpapierchen. So. Oh, oh. Ich sehe einen alten Bekannten. Oh. Okay, wir sind gespannt. Lasst uns gemeinsam schauen. Also, wir nehmen zuerst den alten Bekannten und zwar von Pixi by Petra, der Blush. Ja, der Blush. Der Peach Honey. Ich liebe diesen Blush. Ich finde den ganz arg toll. Ich weiß, alle sagen immer, oh Gott, ich habe den doch schon 5-mal. Und ich kann das auch verstehen, wenn man eine Beautybox oder mehrere hat, dann sieht man den bestimmt öfter. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Ich benutze ihn sehr, sehr häufig und ich bin froh, dass ich dann jetzt auch vielleicht noch ein Backup habe. Ich denke schon, dass ich ihn behalten werde, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne mag. Also für mich ist das ein gutes Produkt. So, was haben wir hier? Oh, von 111 Skin haben wir Cryo Depuffing Eye Mask, also Unteraugenpatches. Okay, sehr schön. Was sollen die denn können? Kryotherapie, das heißt, das kühlt auf jeden Fall. Also durch die Kälte soll das also das Abschwellen begünstigen und soll dunkle Augenringe verschwinden lassen. Ja, und es soll wacher aussehen. Ich probiere es sehr, sehr gerne aus. Ist für mich kein schlechtes Produkt, auf keinen Fall. Also werde ich testen, sehr gerne. So, jetzt habe ich hier zweimal. Was? Was ist das? Oh, was? Wir haben was von We Are Paradox. Ich liebe diese Marke. Toll, dass wir zwei Sachen haben. Wir haben das Wachstums-Thickening-Shampoo für dickeres, volleres Haar. Ich glaube, ich brauche das zwar nicht unbedingt, weil ich habe ja dickes Haar und natürlich den passenden Conditioner dazu. Jeweils 30 Milliliter. Mega cool. Gefällt mir richtig gut. Ich mag die Marke. Diese rosane Haarmaske, die ist einfach Bombe. Ich bin auf Shampoo und Spülung gespannt. Sehr schön. Was haben wir hier? Wir haben von Yves Lom einen Cleanser. Ja, ein Cleansing Balm. Ja, sehr cool. Ich liebe Cleansing Balms und ich probiere so gerne neue Sachen aus, was das angeht. Einmal aufmachen. Okay. Ah, es ist mir auf die Hose geploppt. Oh nein, was ist denn das? Ich war zu schwungvoll. Oh nein, oh nein, oh nein. Moment, Moment, Moment. Oh nein, ich muss es retten. Okay, jetzt habe ich was am Finger. Das ist so ein bisschen grün. Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Oh ja, und das wird sofort zu einem Öl. Sehr schön. Es duftet angenehm kräuterig und irgendwie pflanzlich. Es riecht gut. Oh, bin ich gespannt. So, jetzt mache ich es nochmal vorsichtig auf. Okay, und zeige es euch vorsichtig. Hier, das ist, sieht eher gelblich aus in der Kamera. Es ist aber eine grüne Paste. Und ich bin ja eigentlich komplett von so flüssigen Waschprodukten abgekommen oder Abschminkprodukten. Ich nehme nur noch Cleansing Balms und ich liebe dieses Zeug. Und ich bin auf das wirklich gespannt. Das ist bestimmt teuer, oder? Ich weiß es nicht. Yves Lom ist, glaube ich, eine Marke, die jetzt eher seltener in den Beautyboxen vertreten ist. Aber ich glaube, in letzter Zeit immer häufiger kommt, wenn ich mich nicht irre. Sehr, sehr schön. Oh. Wir haben was für ein festes Produkt von Gryum oder so. Sopa Body Wash Bar, Sweet Rose. Ja, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ihr kennt meine Meinung zu festen Produkten. Feste Dusche habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich kenne nur festes Shampoo, festen Conditioner. Okay, das ist einfach ein viereckiger Klotz. Nicht besonders fancy. Riecht angenehm nach Rose. Könnte ein bisschen muffig sein im Abgang. Ich bin gespannt. Ich denke, ich werde es mal testen.
dass ich dann auch bei festen Duschprodukten mitschwätzen kann. So, das ist jetzt also das Produkt, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Den Rest der Box finde ich echt voll gut. Hallo. Und ja, ich habe jetzt gerade mal 5,5 Minuten aufgenommen. Das ist natürlich mein schnellstes Look von Tastic Unboxing aller Zeiten. Okay. Ach, viel mehr kann ich dazu auch überhaupt nicht sagen, Leute. Es nutzt ja auch nichts, wenn ich jetzt mir hier einen Wolf quatsche, nur um das Video zu verlängern. Ja, das Ding ist leer. In the Spotlight ist das Motto. Also im Rampenlicht. Verstehe ich jetzt den Zusammenhang zum Inhalt nicht. Im Rampenlicht ist für mich so ein bisschen was hier mit Glow, ja, was einen richtig gut aussehen lässt. Vielleicht verstehe ich auch einfach nur den Sinn dahinter nicht. Moment, ich gucke mal kurz über den QR-Code. Was sagen die denn? Also in the Spotlight bezieht sich jetzt auf die natürlichen Inhaltsstoffe, die in all den Produkten drin sind. Die sollen einen perfekt auf die kälteren Monate des Jahres vorbereiten. Okay, ja, also das heißt im Rampenlicht stehen die natürlichen Inhaltsstoffe in dieser Box. Das muss man natürlich, das versteht man natürlich erst, wenn man das gelesen hat. Logischerweise, ich mache das eigentlich nie. Ich gucke mir halt die Produkte an, gucke mir das Thema an und schaue, ob das irgendwie passt, ja. Aber dieses Mal brauchst du dann natürlich doch ein bisschen mehr Erklärung zu der ganzen Geschichte. Die haben hier was geschrieben von wegen, dass die Box jetzt in einem neuen Design wäre. In einem neuen, recycelbaren Design. Also das sieht aber für mich einfach nur aus wie mein ganz normaler Versandkarton. Die haben hier ein Bild. Ich zeige euch das mal. Da ist die Box in lila. Und die sieht natürlich so ein bisschen schöner aus als der einfache Karton. Naja, vielleicht kriege ich das erst nächsten Monat ein neues Design. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gefällt mir der Inhalt sehr, sehr gut. Und ich werde alles mit Freuden ausprobieren. Ja, den Gesamtbetrag, den schreibe ich euch mal hier rein. Ich habe es dann wieder wahrscheinlich probiert, von englische Pfund umzurechnen auf Euro. Weil man kriegt ja in dem Heft immer nur die Pfundangaben. Und ich rechne das dann immer um für euch, dass ihr da auch Bescheid wisst. Und dann war es das schon mit dem Unboxing der September-Box. Ich bin zufrieden. Also richtig schöne Sachen drin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, ich freue mich immer sehr, auch über Kommentare. Was sagt ihr zur Box? Meine typische Frage an euch. Gefällt euch die Box? Gefällt euch der Inhalt? Und ja, dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss.